Hi Barino, ich möchte auf dein Video antworten. Ich bin Alevitin und das heißt, im Grunde genommen bin ich nicht besonders repräsentativ für den Islam, weil es viele Aleviten gibt, die sich auch gar nicht als muslimisch bezeichnen. Ansonsten, wenn du nicht genau weißt, was das für eine Religion ist, am besten einfach mal googeln. Aber ich bezeichne mich auch als muslimisch und deswegen antworte ich dir. Der Koran spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich habe ihn nicht gelesen. Und ich habe auch erstmal nicht vor, ihn zu lesen, was nicht heißt, dass ich ihn irgendwie schlecht mache, sondern der interessiert mich jetzt einfach gar nicht so und ich bin auch nicht damit aufgewachsen. Ich habe allerdings eine sehr gute Freundin zum Beispiel, die mehrere Male am Tag betet und den Koran auch gelesen hat, soweit ich weiß. In ihrer Familie sehe ich das so, die sind sehr gleichberechtigt, also sie hatten auch einen Bruder und die haben eine sehr gute Beziehung zueinander. Sie kann studieren, sie darf raus, sie darf alles Mögliche machen. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie unterdrückt ist. Allerdings finde ich, ja, darf man durchaus islamkritisch sein. Vor allen Dingen, was eben Gleichbehandlung von Mann und Frau ganz generell betrifft. Allerdings, und das ist für mich ganz interessant, also ich sehe das auch zum Beispiel im Katholizismus und in der orthodoxen Kirche so ein bisschen. Da dürfen die Frauen ja auch nicht alle Ämter bekleiden. Bitte korrigieren, wenn ich mich irre. Und auch das, finde ich, ist auch eine Form der Ungleichbehandlung und auch ungerecht. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also für mich als Alevitin, ich wurde so erzogen, es ist super wichtig, dass Mann und Frau gleich behandelt werden. Also ich meine, das kommt immer auf die Familie drauf an und es ist auch immer schwierig, das durchzusetzen nachher. Also patriarchalische Strukturen gibt es einfach in bestimmten Kulturen und die können durchaus von der Religion so implementiert worden sein, also dass es durch die Religion kommt, aber es muss nicht so sein. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, da rauszugehen. Deswegen finde ich es wichtig, dass du eher guckst, okay, welche verschiedenen Strömungen gibt es, wie viele Familien oder welche Familien wie praktizieren. Man darf nicht so verallgemeinern. Und ein Text an sich, ich meine, ja, es gibt viele, die den Koran lesen und ihn aus ihm irgendwie zitieren können vielleicht, aber die meisten, die ihn auf Arabisch dann in diesen Koranschulen lesen, verstehen nur wirklich sehr selten, was sie da eigentlich lesen. Und das finde ich wichtig zu erwähnen. Abgesehen davon, ja, was soll ich dazu noch sagen? Gleichbehandlung ist sehr wichtig und es ist gut, dass wir kritisch mit Religion umgehen. Ja, das war's.